Görlitz. Ich möchte mich als Oberbürgermeisterin der Stadt Görlitz in den Dienst dieser Stadt und in Ihren Dienst stellen. Und ich möchte gemeinsam mit Ihnen, mit den Menschen in dieser Stadt, der Stadt Bestes suchen. Ich werde als Oberbürgermeisterin Görlitz zuversichtlich, freundlich, kompetent und stolz nach innen und außen vertreten. Mein Ziel ist es, dass Görlitz als vierter Leuchtturm Sachsens ein Licht wirft und Menschen anlockt, die hierher kommen wollen, die hier bleiben wollen und die mittun wollen. Ich sehe die vielen Potenziale dieser Stadt, aber ich sehe auch die Aufgaben, die vor uns stehen. Görlitz ist eine offene und eine neugierige Stadt und das gefällt mir. Ich fühle mich hier zu Hause und ich fühle, dass es eine Sehnsucht gibt nach etwas Verbindendem. Und ich spüre zugleich, dass Görlitz auch auf der Suche ist. Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die Görlitzerinnen und Görlitzer. Dass wir gemeinsam auf die Suche gehen nach der Stadt Beste und dass wir gemeinsam dafür arbeiten. Dafür biete ich Görlitz mein Herz, meinen Verstand und meine Hand an. Als Wirtschaftsgeografin setze ich drei Schwerpunkte. Es ist zum einen der Bereich der Stadtentwicklung, geht es um Infrastrukturen, geht es um Mobilität, geht es um Rahmenbedingungen, was diese Stadt lebenswert und attraktiv macht, wie wir Ortsteile entwickeln, wie wir Stadtteile entwickeln. Der zweite Bereich ist das Thema Wirtschaften, Arbeiten und Leben. Hier geht es um Wertschöpfung in der Stadt. Hier geht es um die Unterstützung für kleine mittelständische Unternehmen, für das Handwerk, für Zukunftsbranchen, für Gründer. Und der dritte Punkt, den ich gerne begleiten möchte, ist Bürgerbeteiligung. Menschen mitreden lassen, teilhaben lassen an den Entscheidungen, die in dieser Stadt zu treffen sind und transparent damit umzugehen, dass sich alle mitgenommen fühlen. Ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf ein Kennenlernen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Zeit öfter sehen.